Ja, guten Abend. Ich habe heute die Ehre und Freude, über die Bedeutung des Akademienprogramms aus der Perspektive einer Projektmitarbeiterin zu berichten. Konkret möchte ich den Blick auf das Langzeitvorhaben Katalogisierung der orientalischen Handschriften in Deutschland, kurz KOAD, richten, das bereits im Jahr 1957 gegründet wurde und seit 1990 als Forschungsprojekt der Akademie der Wissenschaften zu Göttingen im Rahmen des Akademienprogramms fortgeführt wird. Aufgabe des Projekts ist es, Handschriften in orientalischen Schriften und Sprachen, die in deutschen Bibliotheken und Sammlungen liegen und die bisher noch nicht katalogisiert sind, zu erfassen und in gedruckten Katalogen bzw. Datenbanken zugänglich zu machen. Um die Bedeutung dieses Projekts zu verdeutlichen, möchte ich zunächst einen Schritt zurücktreten und die Gesamtlage betrachten. In deutschen Bibliotheken lagern tausende orientalische und ostasiatische Handschriften. Allein die Berliner Staatsbibliothek beziffert ihren Fundus auf etwa 42.000 Bände und die Sammlung in München umfasst rund 17.000. Die jüngsten stammen aus dem frühen 20. Jahrhundert, die ältesten sind mehr als 1.500 Jahre alt. Neben historischen und biografischen Abhandlungen enthalten die Handschriften Abschriften von Texten unter anderem aus den Bereichen der Theologie und Jurisprudenz, der Medizin und Naturkunde, ebenso wie der Grammatik, Lexikographie und Literatur. Diese Handschriften sind wichtige Quellen mit kulturhistorischer Bedeutung, doch tauchten viele von ihnen lange Zeit nicht in einem Katalog auf, waren dadurch nicht nachgewiesen und blieben der Wissenschaft somit verborgen. Zwar gehört neben dem Sammeln, Bewahren und Bereitstellen auch das Erschließen von Medien aller Art zu den Kernaufgaben von Bibliotheken, doch ist eine sachgemäße Erschließung der Handschriften von den Bibliotheken selbst oft nicht zu leisten. Dies wird nachvollziehbar, wenn man etwas tiefer in die Materie eintaucht, um einen Eindruck zu geben. Allein die Zahl der noch unerschlossenen und damit verborgenen arabischen oder überwiegend arabischsprachigen Handschriften der Staatsbibliothek zu Berlin lag im Jahr 2016 noch weit über 2000 und der Bestand wächst durch Ankäufe und Nachlässe weiter. Andere Sprachgruppen sind bei dieser Zahl noch gar nicht berücksichtigt. Neben der hohen Anzahl unkatalogisierter Handschriften sind es vor allem auch die spezifischen Besonderheiten dieser unikalen Objekte, die einer umfassenden, tieferen Erschließung entgegenstehen. Denn zu erschließen ist nicht allein das Werk, sondern das gesamte Objekt mit seinen inhaltlichen, visuellen und materiellen Besonderheiten. Erschwerend kommt hinzu, unter den Beständen finden sich zahlreiche undatierte Handschriften, teils mehrsprachige Sammelhandschriften, fragmentarische Einzeltexte, stark annotierte Gelehrtenhandschriften sowie unbekannte und damit nicht weiter nachweisbare Texte von teils unbekannten Autoren. Für deren Erschließung sind entsprechend nicht nur ein hoher zeitlicher und personeller Aufwand, sondern auch Sprachkenntnisse und kulturhistorisches Fachwissen erforderlich. Dies ist im Rahmen bibliothekarischer Arbeit und mit den dort vorhandenen Ressourcen in der Regel nicht oder nur unzureichend zu leisten und so entzogen sich viele der Handschriften lange Zeit der Kenntnis. Dies ist nicht nur für die Bibliotheken ein unbefriedigender Zustand, sondern die Situation stellt auch für die Wissenschaft einen großen Unsicherheitsfaktor dar, da diese Quellen nicht verwendet werden und neue Funde, Forschungsergebnisse von einem zum anderen Tag völlig in Frage stellen können. Mit der Gründung des Langzeitvorhabens KOAD wurde der Weg beschritten, um diese Lücke sukzessive zu schließen. Dank seiner Fortführung im Akademienprogramm arbeiten die Mitarbeiter der KOAD seit nunmehr über 60 Jahren mit Akribie und Erfolg daran, diesen Schatz zu heben und ihn damit für die Wissenschaft sowie die interessierte Öffentlichkeit zugänglich zu machen. In 8 teils nochmals untergliederten Teilprojekten für die Sprachgruppen Sanskrit, Alttürkisch, Tamil, Khmer, Tibetisch, Persisch, Arabisch und Koptisch arbeiten Wissenschaftler mit fachlicher Expertise eng mit diesem Ziel zusammen. Dabei geht der Beitrag der KOAD weit über die bloße Katalogisierung hinaus, weil in den jeweiligen Einzelprojekten als Vorleistung für die Katalogisierung geisteswissenschaftliche Grundlagenforschung zu leisten ist. Neben den Untersuchungen zu einzelnen Handschriften sind im Rahmen dieses Forschungsprojekts bereits mehr als 170 Katalogbände erschienen, die Handschriften dieser und weiterer Sprachgruppen in deutschen Bibliotheken und Sammlungen nachweisen. Sie werden publiziert in dem Verzeichnis der orientalischen Handschriften in Deutschland. Seit 2016 erfolgt die Katalogisierung überwiegend in den frei zugänglichen Datenbanken KOAD Digital und KOAD Koptika. Dies bietet nicht nur ganz neue Möglichkeiten für die Recherche, sondern die Katalogisate erlangen dadurch auch eine weltweite Sichtbarkeit und sind orts- und zeitungebunden verfügbar. Sowohl auf nationaler als auch auf internationaler Ebene ist das Forschungs- und Katalogisierungsprojekt KOAD in seinen Dimensionen einzigartig und von entscheidender Bedeutung für die geisteswissenschaftlichen Disziplinen, da es das in deutschen Bibliotheken bewahrte handschriftliche Erbe erforschbar macht.
Es erlaubt einen weiten Blick auf die Welten orientalischer Kultur von Marokko bis Japan und stellt Arbeitsinstrumente bereit, ohne die eine wissenschaftliche Beschäftigung mit den Handschriften gar nicht erst möglich wäre. Die Förderung im Akademienprogramm macht eine derart umfassende und fachlich ineinandergreifende Grundlagenforschung in diesem Bereich erst möglich und leistet damit einen wichtigen Beitrag zur Erschließung, Sicherung und Vergegenwärtigung unseres kulturellen Erbes im Interesse der Wissenschaft und der Öffentlichkeit.